Kaum haben die Aktienmärkte den riesigen Skandal um Wirecard verdaut, da erscheint schon am Horizont der nächste große Skandal einer deutschen Firma. Es handelt sich um die Grenke AG, immerhin ein Unternehmen, das im MDAX gelistet ist, also nicht ganz klein, mit vielen Auslandsniederlassungen. Und hier hat ein Analysehaus heute namens Viceroy Research den Vorwurf erhoben, dass Grenke praktisch ein einziger Scam ist, ein einziger Betrug ist. Und hinter Viceroy Research, die diesen Vorwurf erheben, steht Fraser Perring, die schon im Jahr 2016 ähnliche Vorwürfe gegen Wirecard erhoben hatten. Dann aber hat die BaFin nicht gegen Wirecard ermittelt, sondern eben gegen Fraser Perring, wie auch gegen die Financial Times, die ähnliche Vorwürfe ja erhoben hat. Schauen wir uns mal jetzt den neuen Fall ein bisschen an. Hier sehen wir die Internetveröffentlichung von Viceroy Research, Grenke for You Fraud Financing Needs, für ihre betrügerischen Finanzierungsbedürfnisse. Und man spricht hier von einem gigantisch großen Betrugssystem. Grenke AG ist ja aus der Grenke Leasing hervorgegangen. Seit 2016 heißt man Grenke AG und man hat auch eine Banklizenz. Ursprünglich hat man Büroausstattungsmaterialien verleased. Jetzt ist man eben auch im Bankgeschäft ein Stück weit tätig, Factoring etc. Und hier spricht Viceroy Research Launder Money for Binary Option Scam, Crypto Scams, also praktisch Betrugsfälle im Bereich Krypto, binäre Optionen und. Also das sind schon harte Vorwürfe, insgesamt Bilanzfälschung, das sei das Thema bei Grenke. Und das wäre natürlich der Hammer, wenn jetzt nach Wirecard gleich der nächste Fall hier auftreten würde. Und die Frage ist, ist das Zufall, dass jetzt solche Leichen praktisch nach oben kommen in einer Zeit, in der letztendlich ja die Notenbanken Zombie-Firmen am Leben erhalten? Und möglicherweise handelt es sich bei Wirecard und eben jetzt auch bei Grenke um Zombie-Firmen, die eben dann mit betrügerischen Methoden letztendlich ihr Überleben sichern. Hier Zero Hedge schreibt zu Recht, dass die BaFin, die deutsche Finanzaufsicht, die sich ja geweigert hatte, gegen Wirecard zu ermitteln, jetzt aber doch gegen Grenke ermittelt. Und man sagt hier, ja, was für ein Unterschied doch so ein Wirecard-Fraud macht, also der Betrug bei Wirecard. Da steht die BaFin ja politisch deutlich unter Druck. Scholz wurde verhört, der Finanzminister und oberste Dienstherr der BaFin. Also da ist natürlich jetzt eine gewisse Panik zu verspüren, wahrscheinlich bei den Herrschaften der Finanzaufsicht, denn so etwas wie Wirecard wäre natürlich ultra peinlich, wenn sich das nochmal in so kurzer Zeit ähnlich wiederholen würde. Und wir haben es ja nicht nur in Deutschland. Wir haben es auch in den USA mit Nikola, so zumindest der Vorwurf hier von Hindenburg Research, auch ein Shortseller. Aber das sind eben die Geier, die sozusagen dann auch letztendlich zeigen, wo das Aas liegt. So könnte man formulieren. Die haben natürlich auch ein Interesse dran an fallenden Kursen, so wie bei Grenke, die Aktie heute massiv unter Druck. Nikola, die Aktie auch massiv unter Druck, nachdem jetzt auch die amerikanische Börsenaufsicht SEC ermittelt. Also das wird eine spannende Geschichte, ob da nicht wirklich was rauskommt, ob wir ähnliche Fälle sowohl bei Nikola als auch bei Grenke AG jetzt erleben werden. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, der Aufstieg der Zombie-Unternehmen hier zum Beispiel in den USA, der ist signifikant. Zombie-Unternehmen sind ja Firmen, die in den letzten Jahren nicht mal ihre Kosten verdient haben, die sie für ihre Kredite aufwenden müssen. Und wir sehen, diese Tendenz geht klar nach oben. Viele, viele Firmen wären eigentlich schon längst tot, haben aber jetzt durch die temporäre Aussetzung der Pflicht zur Insolvenzanmeldung und andere Maßnahmen durch die Politik und die Staaten natürlich nochmal eine Lebenslinie bekommen. Und die große Sorge ist ja, wenn uns die alle gleichzeitig um die Ohren fliegen, diese Zombie-Unternehmen, dann haben wir natürlich auch Massenentlassungen und das wäre schlecht für die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung. Kommen wir zu etwas völlig anderem, nämlich dem heutigen Marktgeschehen. Es ist letztendlich dasselbe Muster, das wir wieder sehen wie gestern. Es wird vorbörslich, werden die Futures nach oben gebracht, die US-Futures. Da geht es dann nach oben, ohne dass zum Beispiel der DAX jetzt davon profitieren könnte. Der liegt irgendwie im Wachkoma seit einiger Zeit. Da ist praktisch gar nichts los. Aber es sind heute wieder die Tech-Aktien, die steigen können. Und wir haben jetzt ja die neue Umfrage der Bank of America, Merrill Lynch, die große, große Fondsmanager befragt, ja, was glaubt ihr zu den Märkten, was ist der most crowded trade, also wo sind die meisten drin, und wir haben jetzt einen neuen Allzeithochwert erreicht.
in Sachen, dass diese befragten Fondsmanager sagen, ja, es sind die Tech-Werte, die US-Tech-Werte, die so überfüllt sind, die so überlaufen an Zuspruch durch Optionen etc. Das ist der höchste je gemessene Wert, finde ich ganz interessant. Und das trotz der Korrektur. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen dem S&P 500 und dem S&P 500 ohne Tech. Und wir sehen, dass wir hier diese viel bessere Entwicklung haben durch Tech, aber dann eben auch die Korrektur beim eher Tech-lastigen Bereich deutlich stärker war als bei anderen Bereichen. Möglicherweise sehen wir jetzt eben zunächst mal eine Erholung vor der morgigen Fed-Sitzung und vor allem vor dem großen Verfall am Freitag, der ja sehr wichtig wird, weil das Volumen von Optionen so gigantisch groß geworden ist. Insgesamt sehen wir hier bei den FANG Plus Aktien, also praktisch bei den Highflyer Aktien jetzt der letzten Zeit, Apple, Facebook, Amazon, wie sie alle heißen, doch klare Parallelen zu einer Entwicklung im Jahr 1997 bis 2000. Damals waren es Microsoft, Cisco, Dell und Oracle. Davon nur noch Microsoft jetzt wirklich eine ganz große Nummer. Oracle jetzt im Gespräch wegen TikTok. Da scheint man das Rennen zu gewinnen. Vielleicht wird die Trump-Administration das auch absegnen, dass man hier kooperiert mit TikTok und Oracle. Jedenfalls, wenn diese doch relativ chartähnliche Situation sich so weiter ausspult, wie hier angedeutet, dann könnten wir sozusagen nochmal massive Steigerungen sehen, bevor es dann vielleicht massive Abfälle gibt, aber das ist dann erst eine Frage von späteren Monaten und praktisch die Reise nach Jerusalem, alle springen drauf und irgendwann ist ein Stuhl zu wenig und dann entsteht eine Massenpanik, wenn die Überbewertungen sich noch weiter aufblähen. Insgesamt sind diese von der Bank of America befragten großen Fondsmanager der Auffassung, immer mehr der Auffassung, dass wir jetzt einen neuen Zyklus gestartet haben und nicht, dass wir sozusagen noch eigentlich in einem Rezessionszyklus sind. Das zeigt, wie stark die Notenbanken durch ihre Stimulusmaßnahmen letztendlich auch die Köpfe manipulieren. Wir sind weit entfernt von einer wirklichen Aufschwungssituation. Wir sind dabei, jetzt die Schäden, die wir durch diese ganze Corona-Krise haben, so ein bisschen zu minimieren. Eine V-Erholung findet überwiegend nur an den Märkten statt und nur ein Stück weit in der Realwirtschaft. Jedenfalls sehen wir, dass das natürlich jetzt schon in den Köpfen Spuren hinterlassen hat und das wird dann genährt durch solche Daten wie heute vom ZDW. Und da haben wir den besten Wert seit 2000 gehabt, jetzt beim ZDW Erwartungsindex. Befragt man aber die Herrschaften nach der aktuellen Lage, dann sind wir ganz, ganz tief im Minus. Es gibt also eine Riesendifferenz zwischen dem, was der Fall ist und dem, was gehofft wird. Dargestellt wird allerdings lieber die Hoffnung. Schauen wir uns mal ein paar weitere Dinge an, zum Beispiel der Dow Jones Transports Index in Relation zum S&P 500 in den letzten 5 Jahren. Da sehen wir, hier wird auch diese Konjunkturerholung gespielt, diese Rotation gespielt von den eher in der Corona-Krise verprügelten Werten, die sich weiter erholen können. Jetzt haben wir eine Abwärtstrendlinie dieses Dow Jones Transports Index überwunden in Relation zum S&P 500. Also diese Rotation, die findet weiter statt, dass wir also sehen, dass diese verprügelten Werte immer mehr aufholen, während Tech nicht mehr so weit vorauslaufen kann. Und wir haben interessante Entwicklungen auch in Sachen Inflation. Normalerweise müsste man ja denken, wenn jetzt die Wirtschaft sich erholt, dann steigen auch die Inflationserwartungen. Das tun sie auch. Die werden ja gehandelt in den sogenannten 5-Year-Forward-Swaps. Und wir sehen, die Inflationserwartung geht nach oben, aber der Ölpreis geht nach unten. Und da ist eine Abkuppelung zu sehen. Wir hatten jahrelang eigentlich ein relativ gleichlaufendes Parameter. Inflationserwartungen ist gleich Ölpreis. Das scheint sich jetzt aufgelöst zu haben. Der Ölpreis ist ja in den letzten Tagen tendenziell gefallen, aber die Inflationserwartungen sind weiter gestiegen. Und wir haben in Sachen Politik jetzt die Situation, dass die Hoffnung auf den nächsten großen Stimulus in den USA so ein bisschen einknickt. Hier sehen wir befragte Analysten. Ja, erwartest du, dass dieser Stimulus kommt? Und da lag man noch Ende Juli bei praktisch 100%. Jetzt ist es nur noch 65% der Analysten, die sagen, ja, der kommt noch. 29% sagen inzwischen, naja, kommt wohl nicht mehr. Das wird also ein enges Rennen und die Aktienmärkte haben vielleicht diese Sicherheit mal eingepreist, dass dieser Stimulus wirklich kommt, oder mussten genau diese Sicherheit auspreisen. Das ist vielleicht einer der Gründe für die Korrektur, die wir in den beiden Vorwochen jetzt gesehen haben. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Interessant, dass wir diese
seltsamen Phänomene wie Wirecard haben, jetzt vielleicht Nikola und Grenke. All das ist kein Zufall. Letztendlich werden wir durch die Politik der Notenbanken eine gigantische Zombifizierung der Wirtschaft erleben. Und da wird es noch viele, viele Betrugsfälle natürlich geben, denn wo das Geld so locker sitzt, da wird auch der eine oder andere Glücksritter ein paar Tricks anwenden, um an eben diese Gelder zu kommen. All das ist menschlich, ist natürlich, aber natürlich nicht so wahnsinnig schön. Aber unsere Wohlstandsillusion wird erstmal weitergesetzt, weitergeführt. Und das ist doch eine wunderbare Botschaft. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wundervollen Sommerabend, meine Damen und Herren. Genießen Sie es. Bald ist das nämlich auch vorbei. Bis dann, Servus und Ciao.